Hey, willkommen zurück. Heute geht's nur um euch. Ich habe ein Question and Answer auf Instagram für euch geschaltet, um alle eure Fragen zu beantworten. Das machen wir genau jetzt. Ich habe hier einige Fragen vorbereitet. Ich denke, die 10 relevantesten werden wir dran nehmen. Wir beginnen direkt mit der ersten Frage. Vorweg unbedingt die Peak und die Smilodogs Aktion abchecken. Die findet ihr unten in der Beschreibung. Da gibt es aktuell richtig dicke Rabatte, weil gerade in Deutschland die Europameisterschaft stattfindet. Also shoppt ordentlich und jetzt geht's los. Frage Nummer 1 von Maximilian. Wann kommt der neue Waist Trainer? Der eine oder andere wird vielleicht von euch gesehen haben, dass ich mal mit einem Waist Trainer trainiere, mal mit einem Gewichthebergürtel. Und ich habe einen komplett neuen Waist Trainer designt. Der wird jetzt gerade aktuell gefertigt und ich vermute, der wird in circa 7, 8 Wochen wird der ready sein und in Deutschland zu erwerben sein. Ich werde euch natürlich darüber das Laufende halten. Ihr wisst, was ich meine. Wow, what the fuck. Okay, nächste Frage von Pascal Läufer. Wie weit Diäten in einer Freizeitdiät, um danach wieder optimal aufzubauen? Ich würde sagen, es ist immer eine gute Idee, so lange Diät zu machen, bis man die Bauchmuskeln einigermaßen gut sieht. Das bedeutet, dass man in der Regel zwischen 10 und vielleicht 12% Körperfett ist und dadurch die Insulinsensitivität etwas verbessert ist, wodurch Nährstoffe besser aufgenommen werden bzw. bevorzugterweise eingesetzt werden, um Muskeln aufzubauen, statt sie in Fett anzusetzen, mal ganz pauschal gesagt. Sascha fragt, ganz lieben Gruß an der Stelle, ist ein privater Kumpel von mir. TB500 bei Bizepssehnenentzündung sinnvoll? Nebenwirkungen? Ich würde sagen, definitiv, TB500 gehört zu den Peptiden, die Sehnen, Bänder, Muskeln, Haare, Nägel, also alles Kollagengewebemäßige, schneller, effektiver und effizienter heilen. Aktuelle Nebenwirkungen gibt es an und für sich nicht, zumindest keine, die so relevant wären, dass sie spruchreif wären. Also potenziell würde ich TB500 und BPC-157, diese beiden Peptide, immer im Arsenal behalten, falls ich mich verletze. So wie auch jetzt, siehe mein Knievideo, das verlinke ich euch hier oben oder hier oben. Da könnt ihr reinschauen, da habe ich auch TB500 und BPC benutzt, um mein Knie möglichst schnell wieder heile zu bekommen. Sascha Reichert fragt, wie läuft deine Diät aktuell? Ich würde sagen, sehr, sehr gut. Ich fühle mich unglaublich frisch, ich fühle mich sehr gesund. Gerade heute, Stand Mittwoch, der 18.06., habe ich ein Blutbild anfertigen lassen erneut und wir werden sehr bald sehen, wie die Parameter dazu aussehen. Ich für mich selbst würde sagen, dass ich unheimlich gesund bin, so fühle ich mich. Ich fühle mich fit, ich bin kräftig, ich habe Bock auf Training, ich habe Bock auf die Prep. Das war nicht immer so, also die Offseason hat mir tatsächlich sehr gut getan, ich bin einige Kilo schwerer. Ich habe jetzt mein Offseason-Gewicht, was ich die letzten 4 Jahre hatte, bin jedoch schon einige Wochen auf Diät und deutlich besser in Form. Also zum Stand jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, die Diät ist bisher erfolgreich, genauso wie es die Aufbauphase war. Ich denke, dass ich mit einigen Kilos mehr auf der Olympiabühne stehen werde, zum Zeitpunkt jetzt. Wie viel davon übrig bleibt, ob es wirklich 7 Kilo werden, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin natürlich hart am Arbeiten, das wisst ihr. Ich gebe immer so viel ich kann. Aber wir werden sehen. Ihr wisst auch, dass Härte, Conditioning wichtiger ist als vielleicht ein halbes Kilo mehr Muskeln. Also ich will in absoluter Top-Shape da auftauchen. Und wenn es dann nicht 7 Kilo sind, dann ist die Sache auch fein. Ich will definitiv ein volleres, tolleres Paket bringen als die Jahre zuvor, natürlich. Ever go into open or to 12? James Alabaster. I'm gonna answer that in English. So, going into open or to 12, let's talk about the open division. It was never my idea. I mean, basically, I'm a true bodybuilder deep inside my heart, and I became a pro as a bodybuilder, not in classic. So my big dream was to be a open man's bodybuilder, like a big, huge fucker. But since I got the diagnosis of my gene disease,
I made the decision that it's smarter, healthier to stay in classic. And on top of that, my bone structure is, I would say, better in classic than in any other division. I have very wide clavicular, so my shoulder ratio is pretty wide, my waist is pretty small, and my type of training and the things that I do fit my bone structure. So I guess the classic might be the best option. And just from a health perspective, I don't want to push myself into a position where my health is not that good anymore, because there are some more things in life than just competing. We can talk about family, business, many, many more years on this beautiful planet Earth, things to do, and I already made the decision that I'm gonna stay in classic 100%. Anthony fragt, Skinny Fat eher weiter abnehmen oder aufbauen und danach den Cut machen? Ich würde sagen, wenn du Skinny Fat bist, dann wirst du noch skinnier, du wirst fast durchsichtig, wenn du Diät machst. Was du machen solltest, ist eine Body Recomposition. Ordentlich essen, hart trainieren, eventuell, wenn du jetzt nicht 10 Jahre schon erfahrener Bodybuilder bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Körperfett verlierst, während du Muskeln aufbaust. Und genau das würde ich machen, also weder noch. Ich würde ordentlich Kalorien essen, die notwendig sind, nicht zu viel, nicht zu wenig, muss halt gut geplant und angepasst sein. Das sind die Jobs, die zum Beispiel ich als Coach mache. Das Training muss dazu passen, Stimulus zu Recovery. Und wenn das alles gegeben ist, dann solltest du eigentlich in relativ kurzer Zeit, wir reden von Monaten, einen optisch deutlich anderen Körper besitzen. Nix340 fragt, Libido wahrscheinlich tot, wie verbessern? Die Frage ist, woher kommt das Problem? Ist es psychisch, ist es physisch, also körperlich, hormonell? Das sind alles wichtige Faktoren. Liegt es an der Durchblutung deines Genitalbereichs? Das kann auch sein. In der Regel, wenn wir im Sektor des Bodybuildings sprechen, ist es in der Regel ein hormonelles Problem. Und da muss man einfach ganz klar sagen, dass die Hormonparameter in Range sein sollten. Wir reden hier von Testosteron, Östrogen, also Aromatase sollte da in gewisser Weise mit einbezogen werden, DHT und so weiter und so fort. Wenn diese Ratio stimmt, deine Ernährung einigermaßen passt, sprich, wenn du jetzt auf 1200 Kalorien Diät machst, dann bin ich mir ziemlich sicher, geht da nichts mehr in der Kiste und das geht jedem Bodybuilder so. Wenn du am Verhungern bist und das, wir hungern uns aus, wenn man so will, ist es schon richtig, dass wir uns nicht fortpflanzen können, weil wenn wir unseren eigenen Körper nicht ernähren können, können wir auch keinen Säugling ernähren, beziehungsweise als Mann, wenn wir es nicht gebacken kriegen, Nahrung zu besorgen in Form von Jagen und wir uns selbst nicht füttern können, dann sollte die Natur intelligenterweise einen Riegel davor schicken, dass wir uns nicht fortpflanzen, dass unser Säugling halt direkt wieder stirbt, weil wir das dann auch nicht ernähren können. Ihr wisst, was ich meine. Natürlicher Prozess, dennoch ist es wahrscheinlich ein hormonelles Problem und da solltest du ein Blutbild machen lassen und die nötigen Parameter anpassen. Wenn du dich dabei nicht auskennst, gibt es Coaches, die das können. Die schauen sich das an, stellen die Hormone so ein bzw. optimieren sie, dass es nach einer gewissen Zeit wieder besser funktionieren sollte. Tomislav Georgievski. Meinung zu Testo Galenica. Die, die sich nicht in der Materie befinden, Galenica ist ein bestimmter Hersteller eines Medikaments, und zwar Testosteron-Enanthat unter anderem, und ist die wahrscheinlich häufigst gefälschte Sorte des Testosterons, denke ich mal. Ich glaube, ich habe niemals häufiger Fakes gesehen als von Galenica und von Rotex Medica. Das sind so die berühmtesten Testosteronsorten, die es gibt. Deshalb so häufig gefälscht. Generell ist es ein ganz normales Medikament, wenn das ein richtiges Medikament ist. In der Regel ist es aber so, dass man sehr wahrscheinlich von berühmten Firmen wie Zotex, Eifelfango, Galenica Fakes bekommt. Also ganz ehrlich, ich würde persönlich eher auf ein gutes, vertrauenswürdiges ULAB setzen, als auf ein potenzielles Fake-pharmazeutisches Produkt. Es sei denn, du hast ein Rezept, gehst zur Apotheke und holst es dir dort selbst. Dann ist die Wahrscheinlichkeit,
fast 100%, dass es korrektes Material ist. Palu schreibt, welche Platzierung bei Mr. O schätzt du dich realistisch ein? Bevor ich das beantworte, möchte ich über das Wort realistisch sprechen. Realistisch bedeutet, für die Person, die das ausspricht, in ihrem Denkhorizont existierend. Sprich, wenn ich jetzt sage, das ist nicht realistisch, dann ist es meine eigene Meinung, weil ich die Möglichkeiten nicht sehe, diese eine Sache zu überwinden oder zu meistern. Leute, die mit beiden Händen schreiben können, die würden sagen, es ist absolut realistisch, dass ich mit rechts sowie auch mit links schreiben kann. Jemand, der nur mit rechts schreibt, sagt, es ist unrealistisch, dass ich mit links genauso schreibe wie mit rechts. Weil die Person das A nicht gelernt hat und zweitens wahrscheinlich tatsächlich nicht gut hinbekommt. Also realistisch zu sein ist immer aus der Position des Betrachters zu beurteilen. Ich für mich kenne sehr viele Informationen, die andere Menschen nicht bekommen. Die Olympia ist der Ort, wo Bodybuilding den größten Andrang, die größte Aufmerksamkeit und auch somit das größte Geld macht. Es ist also absolut klar, dass wenn jemand die Hallen füllt, dass diese Personen von erhöhter Wichtigkeit, von erhöhter Relevanz sind. Ich frage euch direkt und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr nachfühlen, was ich meine. Wir haben einen Chris Bumstead, der hat 26 Millionen Follower, ist für wie viele Millionen Menschen ein unglaubliches Vorbild und ein super Vorzeigeathlet für unseren Sport, für Bodybuilding. Viele Menschen wollen so sein wie er und genau das ist absolut korrekt so. Ich finde es richtig cool. Er ist der Arnold Schwarzenegger der heutigen Zeit und sogar noch erfolgreicher, wenn man mich fragt, was Social Media anbetrifft. Vergleichen wir einen Chris Bumstead mit einem guten Athleten, der 1000 Follower hat. Ich rede jetzt mal nur über Social Media Standing. Das sind nur Zahlen und wir reden hier nur über eine App, die wir uns alle runtergeladen haben und uns selber committed haben, dass das eine Relevanz hat, also Instagram. Instagram ist eine Scheinwelt, das wissen wir alle. Nichtsdestotrotz mobilisiert es Menschen und motiviert Menschen. Wenn ich jetzt der Veranstalter des größten Wettkampfs der Welt wäre, würde ich mir für den Bruchteil der Sekunde überlegen, wer für mich persönlich mehr Relevanz hat. Ich will mich zu diesem Thema nicht weiter äußern. Ich will euch zum Denken anregen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie relevant das tatsächlich ist, wenn es um Platzierungen geht. Natürlich, und das unterschreibe ich so 100%, wenn es jemand nicht verdient zu gewinnen, wird er nicht gewinnen. Dafür haben wir hervorragend ausgebildete Kampfrichter. Das muss ganz klar betont werden. Ich rede hier nicht von Politik, ich rede hier nicht von Schmierung oder von irgendwas anderem. Es wird tatsächlich der gewinnen, der am besten ist und es ist die letzten Jahre passiert und das war Chris Bumstead. Gefolgt von Ramondino, gefolgt von Urs und. Das sind hervorragende Sportler und jeder verdient seinen Platz. Jetzt zur Frage, wie realistisch ist es für mich, beziehungsweise wie schätze ich mich realistisch ein im Thema Platzierungen? Ich würde sagen, alles innerhalb der Top 10 ist möglich. Wir wissen alle, dass Wesley Withers nicht schläft, ein Ruff Diesel schläft nicht, ein José Mar schläft nicht, ein Chris Bumstead, ein Dino, ein Urs, keiner der Jungs legt sich auf die faule Haut, ein Breon Ansley auch nicht. Die werden alle zur nächsten Olympia ihr absolutes Top-Paket bringen. Mark my word, merkt euch, was ich sage. Jeder dieser Athleten wird, denke ich, in seiner absoluten Topform auflaufen, denn diese Olympia ist das 60. Jubiläum. Es sind noch einige andere Dinge passiert, darüber habe ich bereits gesprochen im ersten Video unserer Prep-Series. Das verlinke ich euch hier oben, da könnt ihr draufklicken. Da habe ich darüber gesprochen, wieso diese Olympia wahrscheinlich die stärkste aller Zeiten wird. Ich lade euch ein, das Video zu gucken, ist vielleicht gar nicht uninteressant für ein bisschen mehr Background-Info. The Jensa fragt, und das ist die coolste Frage für mich persönlich, würdest du 10 Jahre deines Lebens eintauschen gegen einen Mr. Olympia-Titel? Und die Antwort ist ganz klar nein. Und
um das mal in ein richtiges Licht zu setzen, ich habe bereits mit 10 Jahren meines Lebens bezahlt, um nicht mal Mr. Olympia zu werden. Und das mit nahezu 100%iger Sicherheit. Wie ihr wisst, kochen wir Profi-Bodybuilder nicht nur mit Wasser. Da fliegt einiges mehr rein als ein bisschen Magerquark und Hähnchenbrust. Und das ist nicht gesundheitsförderlich. Das weiß jeder, das müssen wir auch nicht verheimlichen. Ich gehöre nicht zu der Sorte, der da irgendwie groß um den heißen Brei redet. Ich war damit sehr transparent und offen und das werde ich auch weiterhin sein, in gewisser Weise. Dazu komme ich gleich. Aber wir haben alle schon mit einer gewissen Lebenszeit bezahlt, 100%. Würde ich aber jetzt in einem Vertrag unterschreiben, 10 Jahre weniger leben für einen Mr. Olympia-Titel, wäre die Antwort definitiv nein. Denn mein Leben ist um einiges reicher, als es ein Mr. Olympia-Titel bereichern würde. Ich habe mein ganzes Leben lang, seit ich 11 Jahre alt bin, genau dafür gekämpft. Ich wiederhole das nochmal. Ein 11-jähriger kleiner Junge, das sind die, die draußen auf der Straße Fußball spielen, irgendwann ihre erste Freundin haben, ihr erstes Bier trinken, vielleicht mal die erste Zigarette probieren, die ersten Partys machen. Das war das Alter, wo ich im Fitnessstudio war. Jeden Tag. Wenn andere morgens Müsli gegessen haben und mittags in der Schule Pizzabrötchen und Croissants, ich habe das auch gemacht, keine Sorge, aber ich habe mein Essen gegessen, was zu essen war. Ich war im Training. Ich war teilweise 6 Stunden trainieren. Jeden Tag. Meine Jugend, meine ganze Existenz, mein Leben, mein Erwachsenwerden, mein Erwachsensein war und ist Bodybuilding. Das wird doch immer so sein. Aber nach dieser Bodybuilding-Geschichte, irgendwann wird es ein Ende haben, werde ich mit meinem Leben andere Dinge, tolle Dinge anfangen. Ich werde eine Familie haben. Ich werde vielleicht ein tolles Häuschen haben. Ich werde mehr Blick haben. Ich werde tolle Geschäftspartner, tolle Klienten haben. Ich werde für mich persönlich mein perfektes Leben erschaffen, so wie ich das gerne will. Und um ehrlich zu sein, lebe ich das aktuell. Ich wache jeden Morgen auf, schaue aufs Meer, gehe in den Bergen spazieren, habe ein tolles Fitnessstudio. Ich stehe auf, wann ich will, ich gehe ins Bett, wann ich will. Ich trainiere, wie ich will, mit wem ich will. Es ist unglaublich schön. So habe ich mir mein Leben immer erträumt, als ich jünger war. Und das zu begrenzen für einen Titel? Nein. Wenn ich einen Titel gewinnen sollte, sehr geil, dann hat sich viel Anstrengung gelohnt. Falls ich morgen sterben sollte, Gott behüte, kann ich sagen, dass mein Leben ein absolutes Traumleben gewesen ist. Ich hatte eine absolut abgefahrene, geile Jugend. Ich habe viel Scheiße gebaut. Ich habe viel tolle Sachen erlebt. Ich habe alles gemacht von Tag 1, wie es mir gepasst hat. Mir hat niemals irgendjemand reingeredet. Das war manchmal sehr steil und ekelhaft. Sehr viele Konflikte. Aber ich habe immer gemacht, was mein Herz mir gesagt hat zu tun. Wer kann das schon sagen? Wenn ich drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich das Tollste, was einem Menschen jemals zuteil werden kann, dass man das Spiel des Lebens nach seinen eigenen Regeln spielt. Und genau das werde ich tun bis zu meinem letzten Tag und ich genieße jede Sekunde. Also nein, ich werde meine Lebenszeit nicht eintauschen für einen Titel. Jetzt kommen wir zur Frage von Fabi. Warum keine Transparenz mehr in Bezug auf PEDs? Gab es Ärger? Nein, im Gegenteil. Meine Sponsoren, wie zum Beispiel Peak, an der Stelle einen ganz lieben Gruß, die befürworten sogar die Transparenz zu Performance Enhancing Drugs, also zu Anabolika und Steroiden. Ich jedoch habe für mich entschieden, dass dieses Thema keinen weiterbringt, vor allem nicht in Bezug auf individuelle Dosierungen und Herangehensweisen. Ich habe das Szenario in meinem Kopf einige Male durchgekaut und ich kam immer wieder zum selben Entschluss, dass jede Dosierung, jede Anleitung, jede Erklärung meines Stacks keinem Menschen weiterhilft. Es ist zwar eine nette Unterhaltung, das ist wie RTL 2 um 14 Uhr, da läuft nur Bullshit, aber keiner kann was damit anfangen und genauso ist es. Ihr hört euch das an und dann kann man darüber diskutieren, aber es hat einfach nicht geholfen, es ist keine Information, die relevant ist. Wir können gerne darüber sprechen, was Steroide tun, wann sie eingesetzt werden, wann nicht,
wann besser und wann besser nicht. Folgen, Nebenwirkungen, Benefits, diese Sachen, die sind interessant. Da gibt es auch immer mehr und mehr wissenschaftliche Dinge dazu, wie die Sachen genau im Körper funktionieren. Bis vor ein paar Jahrzehnten hat man sich das Zeug einfach reingejurkst und hat gehofft, dass man wächst. Mittlerweile versteht man einigermaßen, wie das Ganze funktioniert mit Gene Descripting und ja, Peptiden, SARMs und so weiter und so weiter. Also es ist dennoch interessant, sehr tiefe Materie, aber ich persönlich werde mich zu dem Thema nicht mehr äußern und ich sehe auch keinerlei Relevanz, das weiterhin zu tun. Also es tut mir leid an der Stelle, diese Unterhaltung werdet ihr euch auf anderen Kanälen besorgen müssen und wenn ihr ehrlich zu euch seid, nur weil ich das nehme, heißt es nicht, dass es für euch funktioniert und da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig. Wir kommen jetzt zur letzten Frage. Was war von Vandalone Lowest Body Fat Percentage, niedrigster Körperfettanteil? Muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich nicht gemessen, werde ich auch nicht messen. Es ist absolut unrelevant, eine Zahl aus einer Messung zu generieren und in der Hand zu halten, denn wenn du jetzt 6% Körperfett hast und siehst phänomenal gut aus, hart, tief gestreift, voll rund, toll symmetrisch, tolle Muskelmasse, dann ist doch scheißegal, ob das 6, 5, 4, 7 oder 12% sind. 12 ist sehr unwahrscheinlich, aber ich hoffe, ihr versteht den Punkt. Also auf einer Bodybuilding-Bühne wird niemals entscheiden, wie viel Körperfett du hast, sondern wie gut du aussiehst. Und genau das ist der Grund auch, warum ich bei meinen Kunden kein Körperfett messe. Wenn eine Person scheiße aussieht, aber 8% hat, dann sieht die trotzdem scheiße aus. Wenn eine Person mit 10% richtig gut, geil für den Beach aussieht und tolles Sixpack und schöne, runde, pralle Muskeln, top, Mann, dann sind 10% top. Ihr wisst, was ich meine? Es geht nicht um die Zahl, auch nicht auf die Zahl auf der Waage grundlegend, sondern das, was wir sehen, weil Bodybuilding ein optisch basierter Sport ist. Wir sind keine Powerlifter, wo wir tatsächlich über Zahlen nachdenken müssen, sondern es ist immer noch Bodybuilding. Also, Leute, das waren eure Fragen. Ich habe jetzt einige ausgelassen, so wie Form-Update oder hier, was gibt's hier noch? Beine zusammen zerstören. Natürlich, wir können alle sehr gerne gemeinsam trainieren, wenn ihr nach Marbella kommt. Hier werden wir nämlich bleiben bis zur Olympia. Dann geht's nach Las Vegas und so wie die Sterne stehen, scheint uns die Ecke hier sehr gut zu gefallen. Also es ist auf jeden Fall noch eine weitere Zeit wert, hier zu bleiben. Wir haben noch 10 Wochen, Schatz, ne? 10 Wochen haben wir noch hier. Die werden wir genießen. Die werden wir füllen mit ganz vielen Aktivitäten und Dingen, die wir tun können. Leute, das war's jetzt. Im nächsten Video wird's spannend. Bitte das nicht vergessen. Die Videos werden immer donnerstags und sonntags erscheinen. Potenziell in den Tagen dazwischen kann es mal sein, dass spontan ein Video kommt, aber Donnerstag und Sonntag sind die fixen Tage. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr konntet mit den Fragen und den Antworten etwas anfangen. Wenn ihr weitere Fragen habt, ihr könnt sie gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich sehr aktiv. Die beantworte ich natürlich dort auch sehr gerne für euch. Und nochmal lade ich euch ein. Shoppt ordentlich. Smilodogs und Peak haben ordentliche Rabatte gerade im Petto. Bei Peak müssten es sogar alle Performance und Unlimited Produkte sein. Das heißt Epic Pump, Epic Pump Unlimited, die Whey, wir haben ERAs, wir haben Glutamin, Kreatin, also alle Basics, die man braucht, inklusive Gesundheitsprodukte, sind wahrscheinlich direkt im Sale. Ich knall's euch runter in die Beschreibung. Leute, das war's, ich bin raus. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.